Nächstes darf ich den Tagesordnungspunkt 25 aufrufen. Hier sind mir drei Wortmeldungen signalisiert worden. In der Reihenfolge würde ich sie aufrufen. Herr Kaaten, Herr Engemeyer, Herr Löser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, der jetzt behandelte Tagesordnungspunkt betrifft eine Art und Weise des Umgangs hier miteinander, den ich ganz gern mal mit Unsitte bezeichnen möchte. Ich möchte kurz erklären, worum es bei dieser Vorlage geht. Wir haben ja am 22. Januar 2015 hier im Stadtrat eine Entscheidung getroffen, wie mit dem Tunnel auf der Neustädter Seite an der Hauptstraße zu verfahren ist. Und der Tunnel, Sie wissen das alle, ist stark beschädigt durch das Hochwasser 2013. Und der Rat hat sich hier mehrheitlich dafür entschieden, ihn nicht weiter zu betreiben. Damit ist eine klare Entscheidung gefallen. Die mag dem einen passen, dem anderen nicht. Aber es gab ein klares Ergebnis. Wir haben uns lange darüber unterhalten. Und das Ergebnis bindet nun die Verwaltung, den Beschluss des Rates umzusetzen. Was heißt das? Die Verwaltung macht sich auf den Weg, Baufirmen zu finden. Sie macht eine Ausschreibung, sie beschafft Bauleistung, um das Ganze in die Tat umzusetzen. Und im Grunde sind wir nur gelegentlich dann nochmal tätig, nämlich genau dann, wenn die Größe des Projektes es rechtfertigt, nochmal in den Wirtschaftsförderungsausschuss zu gehen und die Vergabeentscheidung dort zur Abstimmung zu bringen. So ist dann auch der Vergabeausschuss regelmäßig beschließend tätig und die Themen kommen nicht nochmal in den Rat. Das brauchen Sie auch nicht, weil im Vergabeausschuss sind die Fachleute, die nochmal darüber entscheiden, ob das Vergabeverfahren vernünftig, ordentlich, den Regeln konform erfolgt ist oder ob es irgendwelche Zweifel gibt, die uns als Stadträte motivieren, da nochmal genauer hinzuschauen und nachzufragen. Das Vergabeverfahren ist ordentlich gelaufen, es gibt hier keinerlei Zweifel, aber dennoch ist das Thema heute hier im Stadtrat. Nicht, um genau diese Frage hier nochmal zu besprechen, ist das Vergabeverfahren richtig gelaufen, sondern weil nochmal der Versuch gemacht wird, die Entscheidung aus dem Januar 2015 ins Wanken zu bringen, um dann letzten Endes durch die Hintertür doch nochmal einen Versuch zu machen, das Ganze zu torpedieren. Und das ist genau das, was ich eingangs gesagt habe, diese Unsitte, die sich gelegentlich bei Vergabeverfahren breit macht. Ich habe heute mit Interesse die Zeitung gelesen, habe von Ihnen gelesen, Herr Schulze, dass Sie das ähnlich sehen. Das finde ich gut. Würde mir dann auch wünschen, dass Sie in Ihrer Meinung konsistent bleiben. Ich erinnere mal an die Waldschlösschenbrücke. Da haben Sie noch was ganz anderes gesagt. Da haben Sie gesagt, ja, die Entscheidung ist ganz schwierig. Und am Ende, wissen Sie, musste die Landesdirektion per Ersatzvornahme die Vergaben letzten Endes dann doch entscheiden, weil Sie da genau das ganze Gegenteil gemacht haben. Und Ihre Reaktion zeigt ja, dass ich Sie jetzt ein bisschen gestellt habe. Aber hier sind wir uns einig und das finde ich gut. Insofern haben Sie das heute in der Zeitung richtig formuliert. Ich habe manchmal geglaubt, dass Sie das bei mir abgeschrieben haben und so sind wir gleicher Meinung und das passt. Das Interessante bei der Zeitungslektüre, und es ist im Übrigen meine Heimatzeitung, mein Heimatblatt, was ich auch abonniert habe, ist die Überschrift. Die muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Hier hat also auch der schreibende Journalist gar nicht richtig verstanden, worum es hier heute geht. Der Artikel ist nämlich überschrieben mit Dresdner Linke kämpfen im Stadtrat. Also es klingt so positiv, ja. Also das, was ich eingangs benannt habe als Unsitte, wird positiv dargestellt und man spricht von der Galgenfrist für den Fußgängertunnel. Ich würde dem Journalisten empfehlen, doch in Zukunft eine Überschrift zu wählen, die da heißt, Linke verweigert Unternehmen, und zwar ein Dresdner Unternehmen, den Zuschlag für den Auftrag, den sie eigentlich verdient, und zwar in sechsstelliger Höhe. Hier gibt es nämlich Unternehmen, die haben ein Ausschreibungsverfahren gewonnen. Und die haben jetzt eigentlich Anspruch darauf, auch mit der Bauleistung beauftragt zu werden, die möglicherweise sogar schon sich vorbereiten, um dann entsprechend loslegen können, Ressourcen planen. Ja? Um die geht es nämlich auch, die fallen aber hier völlig unter den Tisch. Und das möchte ich an dieser Stelle nochmal
so benennen, wie ich das empfinde. Es ist eine Unsitte, dass wir es nicht schaffen, einmal hier im Rat getroffene Entscheidungen dann entsprechend auch zum Ende zu bringen, auch wenn es manchen nicht passt. Weil wenn wir so rangehen, dass wir immer wieder anfangen, getroffene Entscheidungen, dann, wenn eine Vergabeentscheidung ansteht, hier wiederum zu kippen, dann ist es nichts Verlässliches und für die Unternehmen, die sich hier um Aufträge bemühen, auch kein gutes Zeichen. Und ich wünsche mir, dass das Unternehmen, was ich jetzt leider nicht nennen darf, hier den Zuschlag jetzt erhält. Und als nächster Herr Engemeier. Ja, vielleicht kurz als Regie. Also ich würde jetzt kurz drei Worte sagen. Dann bitte ich, den Saal ein bisschen abzudunkeln, weil ansonsten ist der optische Eindruck doch sehr schlecht und man sieht recht wenig. Also Sie können noch kurz das Licht anlassen. Ich sage noch drei Worte und dann geht's los. Vielleicht noch ein kurzes Wort zum Herrn Kadens Beitrag. Es ist vielleicht ganz gut, dass die Presse ihre Überschriften selber schreibt und Sie sie nicht vorgeben. Wir treffen hier heute eine inhaltliche Entscheidung über diese Vergabe. Wenn wir uns heute hier für ein Nein entscheiden, dann hat das aufschiebende Wirkung, dann rettet das den Tunnel für eine gewisse Zeit und ebnet den Weg, um eine andere Entscheidung zu treffen, zum Beispiel den Stadtratsbeschluss aufzuheben. Und Sie haben natürlich völlig recht, wir haben im Stadtrat viel über dieses Tunnel diskutiert und da werden von verschiedenen Seiten verschiedene Argumente vorgetragen, manche sind auch sehr emotional und anderes. Und da ist es manchmal tatsächlich gut, sich einen Spiegel vorzuhalten, zum Beispiel den Spiegel der überregionalen Presseöffentlichkeit. Und daher danken wir auch dem Norddeutschen Rundfunk sehr, dass wir kurz seinen Beitrag hier zeigen dürfen. Jetzt können Sie das Licht abdunkeln. Bitte noch etwas abdunkeln. Und den Ton natürlich. Ja, ich bitte die Technik um den Ton. Der Rechner ist an, der Ton ist auf maximaler Lautstärke. Es scheint ein technisches Verbindungsproblem zu sein. Also, ich würde sagen, hier geht auch nirgendwo das Sound raus, vielleicht über das Kombikabel, aber ist nichts zu hören. Hochwasserschadensbeseitigungsprogramm heißt, die Mittel müssen sinnvoll zur Schadensbeseitigung eingesetzt werden und deshalb hat man sich dann dafür entschlossen, diesen Tunnel zu verschließen und entsprechend zu verdämmen. Verdämmen, also zuschütten, Sand rein, Beton drauf und schon ist der Hochwasserschaden beseitigt. Nur ein paar Querulanten mit Tunnelblick akzeptieren diese ganz eigene Form von Wiederaufbau nicht. Diese Maßnahme hat nichts mit Wiederaufbau zu tun, das ist ein ganz einfacher Abbruch und hier ein öffentliches Gebäude zerstören, das danach einfach. Ja, aber eine Sanierung wäre ja bestimmt auch viel zu teuer. Was das kostet?
die Reparatur hätte hier, die reine Reparatur, 375.000 Euro gekostet. 375.000 Euro? Ist das Zuschütten, Verdämmen sicher günstiger? Die Verdämmung wird etwa 670.000 Euro kosten. Und das Doppelte, aber saniert wird hier trotzdem nicht. Nur weil das billiger wäre, das ist doch kein Argument. Wir stehen vor der kuriosen Situation, dass hier doppelt so viel Geld ausgegeben werden soll, um hinterher nichts mehr zu haben, im Vergleich dazu, dass man für die Hälfte des Geldes einen sanierten Tunnel haben könnte, durch den Menschen dann fröhlich spazieren können. Das ist eine Steuerverschwendung, wenn doppelt so viel für den Abbruch bezahlt wird, als für die Sanierung nötig wäre. Nein, das ist keine Steuerverschwendung. Der Tunnel könnte ja mal wieder überflutet werden. Und man muss natürlich dabei ins Feld führen, dass Tunnel für Fußgänger heutzutage nicht ganz so attraktiv sind. Mir wäre es lieber, der würde wieder so sein oder so hergerichtet sein, wie es war. Ausgeschmissenes Geld, den zuzuschauen. Vor allen Dingen für ältere Leute und auch für Rollstuhlfahrer war alles bequem zu erreichen. Über diese Straße zu kommen bei dem Verkehr hier. Verantwortungslos. Aber auch dafür gibt es eine Sicherheit. Letztlich wird man irgendwo auf dem verdämmten Tunnel auch nochmal zwei Masken für die Ampel aufbauen. Ja. Genial. Es entsteht ein neuer Weg direkt über dem alten. Verdämmt. Gute Idee. So, jetzt mögen wir natürlich sagen, dass das Video manches auslasse. Zum Beispiel, dass es ja gar nicht unser Geld ist, dass wir da zum Fenster rauswerfen, sondern das des Landes. Da muss ich Ihnen leider auch nochmal sagen, nein, das ist falsch. Diese Hochwasser wie ich habe Ihnen schon eine Minute zugegeben gehabt. Als nächste Wortmeldung, Herr Löser. Tja, meine Damen und Herren, Kollegen Linke und SPD, da habt ihr uns was eingebrockt. Zunächst mal an Herrn Kaden. Die Grünen waren nie für die Waldschwestenbrücke. Warum sollen sie für die Vergabe sein? Die Grünen waren aber für die Verfüllung des Tunnels. Deswegen sind sie auch für die Vergabe. Das ist die Logik in der Sache. Nee, das ist das Grundprinzip von Logik überhaupt. Nun gut, wir sind ja hier nicht im philosophischen Grundseminar, aber so ist es halt. Nun, der Film war nett. Ich gehe das nächste Mal zum Fall für Escher oder Bauer sucht Frau und bringe da auch ein Thema. Und dann Frau suchte ich, das ist erstmal klar. Und natürlich ist es so, Herr Eggermeier, wie Sie sagen, es verkürzt. Es verkürzt natürlich, weil die Medien einen Skandal haben wollen und den beschreiben sie auch. Das machen sie auch witzig und schön. Deswegen ist es jetzt natürlich die Aufgabe, das nochmal als eine Fraktion, die sich entschieden hat, dieses Bauwerk so nicht beizubehalten, das auch nochmal darzulegen, warum wir das nicht oder warum wir das so wollen und warum es, glaube ich, vor allen Dingen falsch ist, jetzt mit dieser Haltung hier ranzugehen. Ich fasse mal zusammen. Es gab den Beschluss, Herr Kaden hat es schon gesagt, 22.01.2015. Es gibt den Baubeginn, ich sage es ganz laut, 30.05.2015. Das ist in ganz wenigen Tagen. Es gibt eine Ausschreibung, die hat stattgefunden. Es wurde genannt, die Sanierung des Tunnels kostet 375.000. Sie haben gelesen, in der Ausschreibung ist ein Angebot jetzt eingegangen, was für 470.000 uns diese dauerhaftere Lösung ermöglicht. Ich sage vor allen Dingen dauerhaftere und will das kurz begründen. Warum haben wir uns dafür entschieden? Ich wollte diese ganze Begründungslage hier nicht nochmal aufführen, aber es tut vielleicht jetzt doch Not, weil so getan wird, als ob wir hier in irgendeiner Form dieses Bauwerk bekämpfen. Sie wissen, dass das falsch ist, sondern wir haben langfristig überlegt, wir haben auch sehr sagen wir mal, differenziert da entschieden in unserer Fraktion, sind dann dazu gekommen, aus vor allen Dingen dem Ziel, dass es natürlich so ist, dass ein Hochwasser wieder kommen kann. Können Sie das ausschließen? Das können Sie natürlich nicht. Und Sie wissen auch nicht, ob Sie dann Fördermittel haben, um den Tunnel ein weiteres Mal zu sanieren. Natürlich können Sie das nicht seriös hier sagen. Der nächste Punkt ist, dass wir generell,
Und ich kann Sie ja verstehen bei Ihrem, sagen wir mal, historisierenden Ansatz, dass Sie sagen, das war schon immer so und das soll so bleiben, aber doch sehr stark verkennen, das ist unsere Haltung und das finde ich schon ärgerlich, weil wir uns dort eigentlich oft nahe sind. Die SPD und die Linke in unserer generellen Ausrichtung der Verkehrspolitik sagen, wir wollen eine dauerhafte Lösung, die eben oberirdisch ist, die natürlich dort eine Verbesserung der jetzigen zugegebenermaßen sehr schwierigen Situation für Fahrradfahrer und auch Fußgänger bringt. Genau das wollen wir ja mit diesem Geld erreichen, und zwar, dass dauerhaft dort eine bessere Querung möglich ist. Und wir sind uns, glaube ich, auch einig, dass wir dauerhaft eine andere Situation an der Meißner Straße brauchen. Und da ist unsere Aufgabe schon, ja, dass wir die Situation, wie sie heute ist, eben nicht so lassen, weil es eine vierspurige Straße ist und weil genau dieses Bauwerk zur damaligen auch autogerechten Ideologie der Stadt passt. Und das ist ganz gewiss nicht grüne Haltung. Ich will noch mal sehr klar sagen, was jetzt passiert, wenn wir diese Vergabe heute nicht durchführen. Dann passiert Folgendes. Der Tunnel wird dann nicht saniert, denn diesen Auftrag gibt es nicht. Der Tunnel wird dann auch nicht verfüllt und es wird auch keine überirdische Querung geben. Und die Fördermittel werden verfallen. Das ist das, was dann passiert. Und Herr Zastor, da kann ich nur appellieren, Sie haben das vorhin schön gesagt, Kontinuität von Politik. Und ich sage Ihnen ganz klar, der Grat in der Politik zwischen Populär und Populismus, der ist sehr schmal. Und Sie entscheiden mit Ihrer Entscheidung, und ich würde auch schon sagen mit dieser Grundsatzentscheidung, auf welcher Seite Sie da heute stehen. Ich kann nur sagen, verantwortungsvoll entscheiden heißt jetzt, hier die Stadt nicht in den Stillstand zu versetzen, sondern das einmal politisch gefasste Votum umzusetzen. Und wenn Sie sich erinnern, am Pörnerschen Platz gab es ähnliche Diskussionen. Dieser Tunnel ist verfüllt und ich glaube nicht, dass sich jemand sehnt, dass er dort wieder durchgeht. Und ich weiß, das ist eine andere Situation, aber jede Situation ist, wie sie ist, am Ende so, dass man auch gucken muss, wie langfristig ist das. Und wir glauben wirklich, dass es langfristig die richtige Entscheidung ist, das, was wir hier beschlossen haben, auch umzusetzen. Insofern bitte ich sehr um Zustimmung und das geht an alle Fraktionen. Danke. So, nachdem erstmal die ersten angemeldeten Wortmeldungen durch sind, würde ich Herrn Kollegen Schmidtler-Montin bitten, nochmal aus Sicht der Verwaltung die Auswirkungen eines Negativbeschlusses Ihnen darzustellen. Und danach habe ich einen gut gefüllten Zettel mit in der Reihenfolge Herr Thiele, Herr Zastrow, Herr Engemeier, Frau Muth. Ja, erstmal vorweg, ich kann über Extra 3 auch lachen. Das ist tatsächlich lustig und Satire darf solche Dinge auch und sie darf auch verkürzen. Man muss aber dann, wenn man hier sachlich debattiert, auch sagen, dass Teil des realen Irrsinns halt auch ist, dass die sogenannten Querulanten mit Tunnelblick dann in so einem Beitrag nicht mit einem Wort erwähnen, dass die knapp 700.000, die dort erwähnt werden, in Wirklichkeit sind es jetzt weniger, wie wir mittlerweile wissen, nur zum Teil eine Verdämmung sind, sondern auch eine Lichtsignalanlage, die ebenerdig über die Straße führt. Aber sowas darzustellen vollumfänglich passt natürlich nicht ins satirische Sendekonzept, deswegen muss man das auch nicht. Aber ich glaube, wenn man hier diskutiert, sollte man sozusagen die gesamte Bandbreite dann auch darstellen. Grundlage des Verwaltungshandelns war ja nicht irgendein verrückter Einfall der Verwaltung, sondern es war sozusagen eine klare Signalgebung des Freistaates, dass man sich entscheiden müsse vor einer Antragstellung, ob man entweder die unterirdische Querung oder die oberirdische Querung haben möchte. Da wurde ein Grundsatzbeschluss darüber gefasst im Januar 2015, übrigens lange vor meiner Zeit, wo die Mehrheit gesagt hat, sie möchte gern die ebenerdige Querung haben. Da gab es ganz verschiedene Gründe für. Einer der Gründe ist bestimmt auch, dass in dem Beitrag wurde gerade gesagt, es gibt die Barrierefreiheit mit dem Tunnel. Auch nur Teil der Wahrheit. Also wir haben dort 4 Meter zu überbrücken. Das sind 70 Meter Rampe auf jeder Seite mit 6% Steigung. Ich weiß nicht, ob irgendwer von Ihnen, ich biete das gerne mal an zu organisieren, sich mal im Rollstuhl durch die Stadt bewegt hat. Eine 70 Meter lange Rampe mit 6% ist einiges. Das mache ich zweimal. Einmal, um rüberzufahren, das andere Mal, um zurückzufahren zum Einkaufen. Und dann bin ich für den Rest des Tages fertig. Aber gut, das ist eine inhaltliche Debatte, die müssen am Ende Sie führen. Ich bin dafür da, das Ganze umzusetzen. Wir haben also dann einen Antrag gestellt auf Förderung
Da haben wir einen Bescheid bekommen im Juni 2015 in Höhe von knapp 660.000 Euro aus dem Programm zur Hochwasserschadensbeseitigung. Das war relativ knapp, die noch zu beantragen, weil bis zum Sommer letzten Jahres überhaupt die Anträge gestellt werden konnten. Alles, was jetzt gestellt werden würde, würde auch nicht mehr bewilligt werden. Das heißt, eine Änderung dieses Bescheides können wir auch gar nicht mehr vornehmen. Wir machen jetzt entweder das, was wir beantragt haben, oder wir lassen es. So, es gab dann eine Petition, die wurde im Dezember 2015 hier im Stadtrat entschieden und abgelehnt, und zwar den Erhalt des Neustädter Tunnels. Das haben wir dann zum Anlass genommen, auch entsprechend die Maßnahme auszuschreiben. Ende Januar, Anfang Februar ist die Ausschreibung rausgegangen. Wir haben eigentlich das Vergabedatum schon überschritten. Wir haben nochmal um 2 Wochen verlängert, deswegen ist die Entscheidung auch sehr dringlich. Wir haben jetzt effektiv Angebote, die knapp 160.000 Euro unter den ersten Kostenschätzungen liegen. Ein wesentlicher Punkt dafür ist, dass derjenige, der das Leistungsverzeichnis und die Kostenschätzung erstellt hat, erheblich höhere Kosten für das Verdämmmaterial angenommen hat. Allein die Position ist knapp 120.000 Euro günstiger geworden als ursprünglich angenommen. Die Verdämmung selber kostet also erheblich weniger als in dem Beitrag dargestellt. Was passiert jetzt, wenn Sie heute der Vergabe nicht zustimmen? Also ich zumindest kenne mein Budget für die nächsten Jahre schon. Ich sage mal, es wird nicht mehr. Und ich habe einiges an Projekten vor und habe jetzt entweder die Möglichkeit, diesen Tunnel zu verdämmen und die oberirdische Querung herzustellen, oder Sie lehnen heute die Vergabe ab, dann muss ich das Fördergeld zurückgeben. Und dann ist es die Frage, wie man eine Maßnahme, wie auch immer sie aussieht, dann finanziert. Das ist dann Ihre Aufgabe. Auf jeden Fall kann ich Ihnen schon mal sagen, das Budget der Stadt ist sehr angespannt und wir müssten es dann komplett selbst finanzieren. Bedeutet erstmal, der Tunnel bleibt gesperrt, die oberirdische Querung kommt nicht und Sie haben den Status quo erhalten, aber einen Erhalt der unterirdischen Querung oder eine Reaktivierung der unterirdischen Querung haben Sie dadurch nicht. Vielleicht noch 2, 3 Sachen ergänzend, die in der Vergangenheit auch noch debattiert wurden. Die Rampen, die dort zurzeit sind und so intensiv genutzt werden, durch verschiedene Subkulturen und auch die Kunstwerke, werden erstmal nicht entfernt, weil wir gesagt haben, wir warten damit ab, bis wir wissen, wie der gesamte Bereich neu geordnet wird. Nur mal zur Erinnerung, Sie haben neulich einen Beschluss gefasst, dass Sie das Narrenhäusel rekonstruieren wollen. Nach der Debatte heute kann ich sagen, passt da vielleicht ganz gut hin. Dafür muss man den gesamten Bereich natürlich ein wenig neu sortieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir warten diese neue Sortierung ab und entfernen erst dann die Rampen und auch erst dann die Kunstwerke. Vielleicht bringt das ja ein wenig Entspannung in die Debatte. Außerdem habe ich zurzeit verschiedene Anfragen von Herrn Scheubach, wie eigentlich ich konstant verschiedene Anfragen von Herrn Scheubach. Aber eine dieser Anfragen ist, sind die Betriebskosten. Die Betriebskosten, die jährlichen für die oberirdische ebenerdige Querung, liegen bei ca. 2.700 Euro jährlich. Das sind so Standardtabellen, nach denen man die ermittelt. Die Betriebskosten für den Tunnel jährlich liegen bei knapp 46.000 Euro, also 43.000 Euro jährlich mehr. Setzt sich zusammen aus Personalkosten, Sachkosten, Wartungs- und Unterhaltskosten, Reparatur, Reinigung, Instandsetzung, Strom- und Winterdienst. Es gibt eine Tabelle, die ist 2013 mal aus Erfahrungswerten ermittelt worden. Also auch da haben Sie sozusagen eine wesentlich höhere Kosten für den jährlichen Betrieb eines solchen Tunnels. So, jetzt machen wir weiter. Wie gesagt, Herr Thiele, Herr Zastrow, Herr Engelmeier, Frau Muth. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. An sich ist es eine Frechheit, was Sie hier gemacht haben im Vergabeausschuss. Und eine Frechheit, was Sie uns hier zumuten, dass wir heute dieses Thema eben wieder hier diskutieren müssen. Herr Kaden hat es gesagt, um was es geht, und wir führen hier aber eine inhaltliche Debatte. Herr Engelmeier, was Sie hier geboten haben mit dem Film, hat mit der Entscheidung, um die es hier heute geht, nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und es war eine einseitige Darbietung, die Sie hier gebracht haben. Darauf ist die Verwaltung jetzt schon eingegangen. Und da möchte ich Herrn Schmidt-Lamontin ausdrücklich danken für die sachliche Darstellung der Rahmenbedingungen, um die es geht. Und jetzt appelliere ich insbesondere an die SPD. Verantwortungspolitik
verantwortungsvolle Politik sieht ganz anders aus als das, was Sie hier heute abliefern, möglicherweise. Und ich hoffe, dass Sie Ihr Abstimmungsverhalten noch mal überdenken. Denn es kann nicht sein, was hier sozusagen jetzt gerade abläuft. Sie wollen allen Ernstes, wir haben heute schon oft über Verkehrspolitik gesprochen und Sie haben uns rückwärtsgewandte Verkehrspolitik vorgeworfen. Und jetzt setzen Sie sich dafür ein, die Fußgänger wieder unter die Erde zu schicken, obwohl wir hier eine einmalige Chance haben, am Knotenpunkt Neustädter Markt die Fußgänger oberirdisch von der Hauptstraße direkt auf die Augustusbrücke zu führen und somit die beiden Zentren, Stadtteile Altstadt und Neustadt entsprechend auch für den Fußgängerverkehr attraktiv miteinander zu verbinden. Und da fehlten eben in dem Filmchen, was wir hier uns anschauen mussten, ganz wesentliche Aspekte, auch fachliche Aspekte der Verkehrspolitik. Ja, natürlich war es Satire, aber wir, Herr Schulze, haben jetzt hier entsprechend, oder Herr Blümel, Entschuldigung, es kam aber, ja, Herr Blümel, richtig. Es war Satire, natürlich, aber wir haben hier heute eine sachliche Entscheidung zu fällen. Und das tut mir leid, so lustig wie das war. Da gehört hier Satire einfach mal nicht her. Und das sollten Sie vielleicht mal für künftige Debatten beachten. Vielen Dank. Herr Zastrow. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, Herr Löser, jetzt bitten Sie um Kontinuität. Gerade eben, wenige Minuten vorher, haben Sie sie uns aber verweigert. Ist blöd. Ist ganz, ganz blöd. So, ich gebe Steffen Kaden zu 100% recht. Ich kann jedes Wort von dem, was er gesagt hat, unterschreiben. Und mir fällt es komplett schwer, dass ich trotzdem ihm nicht folgen werde. Und wir heute etwas ganz anderes, eigentlich ja, völlig Inkonsequentes tun. Ich tue es trotzdem, ich sage Ihnen noch warum, weil ich es satt habe. Weil ich satt habe, wie genau am Neustädter Markt immer und immer wieder nichts passiert. Wisst ihr, man lässt verfallen und dann schüttet man zu. Und die Probleme, die dort genau in diesem Areal herrschen, werden nicht angepackt. Gucken Sie sich bitte das Stadtzentrum auf der Neustädter Seite an. Das ist ein Schandfleck, den wir uns mitten in der Stadt leisten. Verfallene Fassaden rund um den Goldenen Reiter. Der rechte Brunnen, der ist schon mal saniert worden mit Hochwassergeld, als er erstmals abgesoffen war. Bis heute sprudelt er nicht. Es ist eine Schande, wie der verfällt. Der Keramikbrunnen, ein Stück weiter neben dem Jägerhof, verfällt ganz genauso. Dort kommt man übrigens mit dem Rollstuhl auch nie weiter. Da brauche ich gar keine Rampe, weil dort die Fußwege alle nur noch Holperpisten sind. Ich habe jetzt wieder eine Anfrage gestellt und wieder dieselbe Antwort bekommen. Ja, da könne man nichts machen. Ja, und ja, die WOBA und sowas, die wartet auf ein Zeichen von der Stadt. Na, wann kümmert sich die Stadt einfach mal um dieses wichtige Areal? Jetzt passiert beim Brunnen, bei dem Tunnel genau dasselbe. Einfach wieder zugeschüttet. Wo ist denn das Konzept für die Augustusbrücke? Warum sperren wir die Augustusbrücke nochmal genau für den Autoverkehr? Weil es die Karlsbrücke werden soll. Ja, für Fußgänger ganz toll. Haben Sie mal gesehen, was da gemacht wird? Nichts wird gemacht. Das wird keine Karlsbrücke. Kann sie sowieso nie werden, habe ich Ihnen ja vorher gesagt. Aber wo ist das Konzept der Stadtverwaltung? Ich habe keinen Bock mehr darauf, mir das anhören zu lassen. Und beim Narrenhäusel, wo das letzte Mal eine Entscheidung hier gefällt worden ist von dieser Mehrheit, die mal ein bisschen eine Chance gibt, dass da was passiert, was macht der Baubürgermeister? Nimmt er nicht für voll. Nehmt ihr nicht gerade eben wieder. Ich weiß ganz genau, was passiert. Es wird nicht kommen. Es wird nicht kommen, weil die Verwaltung macht, was sie will. Und genau deswegen, meine Damen und Herren, stimmen wir heute der Vergabe nicht zu. Und ich kann nur hoffen, dass Sie genau dasselbe Zeichen setzen. Ich wäre froh, wenn wir einen Kompromiss bei dem Tunnel gefunden hätten, nämlich wenigstens diese eine direkte Querung offen zu lassen. Der Rest ist, glaube ich, nicht mehr ganz zeitgemäß. Aber diese eine Querung ist übrigens gar nicht so schlecht. Ich wäre froh, wenn sie wieder auf wäre. Dankeschön. Als nächstes Herr Engemeyer, dann Frau Muth. Ja, ich hatte ja manches schon gesagt, wie zum Beispiel, dass das Video tatsächlich manches auslässt. Zum Beispiel könnte man ja, wie gesagt, sagen, dass es ja gar nicht unser Geld ist, das wir dort in den Beton gießen, sondern das des Landes. Aber das stimmt eben auch nicht.
Denn die Mittel, die wir zur Hochwasserwiederherstellung bekommen haben, sind halt eben auch gedeckelt nach der Erstanmeldung gewesen. Das heißt, wir hätten das Geld auch an der Pieschener Allee und an andere Maßnahmen ausgeben können, die sinnvoller gewesen wären. Die eigentliche Frage ist doch aber tatsächlich, führt es zu einer Verbesserung der Platzsituation dort? Und da muss man klar und deutlich sagen, nein. Die einfache Verfüllung des Tunnels verbessert an dem Platz nichts. Mag ja sein, dass eine oberirdische Querung etwas verbessert. Aber diese Maßnahmen schließen sich eben ja auch nicht aus. Im Moment ist ja tatsächlich gerade die Konstruktion, dass das Land nur zugestimmt hat, die Tunnelverfüllung zu fördern, weil das quasi als Stützbauwerk des darüber befindlichen Fußgängerweges ist, damit der nicht irgendwann einbricht, weil der Tunnel einbricht. Diese abenteuerliche Konstruktion aber, wo man sich auch fragen kann, ob die denn tatsächlich rechtmäßig ist, führt auch eben zu etwas anderem. Es führt nämlich dazu, dass für die Tunnelverfüllung eine Zweckbindung besteht. Und diese Zweckbindung wiederum, die wird uns höchstwahrscheinlich dann auf die Füße fallen, wenn wir diesen Platz grundlegend neu gestalten wollen. Worum es hier gehen muss, ist eine dauerhafte Lösung. Und ein Tunnel hat eben, was die Fußgänger angeht, den entscheidenden Vorteil, keinen Konflikt herbeizuführen. Es ist ja völlig richtig, dass wir, wir könnten auch die Autos ins Tunnel schicken, das wäre vielleicht besser für die Fußgänger oder umgedreht. Wir haben aber jetzt den Tunnel dort. Es geht nicht um einen Neubau, sondern es geht um die Erhaltung dieser sinnvollen Lösung. Zur Situation der Rollstuhlfahrer wurde etwas gesagt. Es ist richtig, 6% sind für einen Rollstuhlfahrer, der den Rollstuhl manuell antreibt, schwierig und viel. Es ist genau der Grenzwert für Selbstfahrer, was die Barrierefreiheit angeht. Die maximal anerkannte Steigung, 6%. Mehr ist dann nur für sehr starke Rollstuhlfahrer oder eben mit technischer Unterstützung, Elektrorollstuhl etc. Auch einen weiteren Punkt muss ich Sie korrigieren, Herr Schmidt-Lamontaine. Wir haben nämlich die Mittel für die Instandsetzung des Tunnels im Haushalt eingestellt. Vielen Dank. Stimmen Sie bitte mit für eine Politik, die dort für Fußgänger und Anwohner und auch deren Willen steht. Danke. Obwohl wir den Punkt schon zweimal ausführlich debattiert haben, habe ich jetzt weitere Wortmeldungen. Als nächstes Frau Muth, dann Herrn Bartels, Herrn Wirz und dann Herrn Mattis. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Rätinnen und Räte, ich möchte gerne als erstes sagen, ich finde es schon okay, vielleicht nicht bei jedem Thema, aber an einer Stelle, wo Fakten noch nicht geschaffen sind, wo man über Gelder spricht, die man für irgendwas investieren möchte oder eben nicht, eben sich im letzten Moment vielleicht doch nochmal Gedanken zu machen darüber, wenn nämlich das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist, sondern wenn man vielleicht nochmal kurz innehalten kann und drüber nachdenken und drüber sprechen. Und ich denke, das sollte es uns hier auch wert sein, uns diese Zeit zu nehmen. Die Verfüllung des Tunnels ist Steuergeldverschwendung, weil sie kostet 300.000 Euro mehr als die Sanierung des Tunnels. Und die Verfüllung des Tunnels ist Zerstörung öffentlichen Eigentums, weil der Tunnel hat einen Bilanzwert im Infrastrukturvermögen der Stadt. Wenn der Tunnel abgebrochen wird, wenn der verschüttet wird, dann wird dieser Bilanzwert auf 0 Euro sinken. Im anderen Fall, wenn der Tunnel saniert werden würde, dann würde dieser Bilanzwert steigen, weil die Substanz verbessert würde, erhalten bliebe. Und zweitens, es einen Zugewinn wäre für die Passanten. Für die Passanten, die sich dann nämlich wieder aussuchen können, ob sie oberirdisch an der Ampel warten, bis die Autos vorbeigefahren sind, oder ob sie unterirdisch einfach am Verkehr vorbeilaufen. Es wurde mehrmals behauptet, dass der Tunnel die Neugestaltung des Neustädter Marktes behindern würde. Ich behaupte genau das Gegenteil, weil eine Fördervoraussetzung für die Vergabe der Gelder für die Hochwasserschadensbeseitigung heißt, dass die errichteten Bauwerke mindestens 10 Jahre Bestand haben müssen. Das heißt, gerade die Sachen, die oberirdisch, also die Radquerung und die Ampelanlage, die oberirdisch installiert werden, dürfen 10 Jahre lang mindestens nicht mehr angefasst werden. Das heißt, die Meißner Straße kann dann an dieser Stelle 10 Jahre lang überhaupt nicht umgebaut werden. Das heißt, an dieser Stelle kann die Meißner Straße inklusive des Neustädter Markts gar nicht geändert werden, weil nämlich auch da, wo der Tunnel verdämmt wurde, wie der Herr Köttend sagt, an dieser Stelle wird es auch gar nicht möglich sein, unterirdische Arbeiten an der Straße vorzunehmen, weil man ja das, was man jetzt mit viel Geld und Mühe in die Erde reinschüttet, dann wieder ausbaggert.
Das ist verboten. Oder wir müssen dann eben dann zu diesem Zeitpunkt das Fördergeld ans Land zurückgeben. Das steht in den Förderrichtlinien drin. Das heißt, an dieser Stelle würden wir genau das Gegenteil erreichen, was eigentlich hier gewollt ist, dass nämlich der Neustädter Markt perspektivisch auch an anderen Stellen verändert und verbessert werden kann. Auch ich würde gerne noch mal an Sie appellieren, hier in dieser letzten Entscheidungsmöglichkeit sich durchzuringen und eben die Meinung noch mal zu ändern. Es soll ja Menschen geben, die sich sogar vor dem Traualtar noch mal einen Ruck gegeben haben und ihre Meinung geändert haben. Die haben dann Nein gesagt statt Ja. Und es ist vielleicht ein peinlicher Moment und sicher auch verletzend für die Betroffenen. Aber ist es nicht besser, einen peinlichen Moment auszuhalten, anstatt eine Entscheidung zu treffen, die man später vielleicht bereut, aber nicht mehr rückgängig machen kann? Ich würde mir sehr wünschen, dass, und wenn es Einzelne sind, die jetzt gerade mit sich hadern, entweder diese Entscheidung abgelehnt wird, die Vergabe jetzt in diesem Moment zu beschließen, oder es sich wenigstens enthalten. Dankeschön. So, jetzt Herr Würz, dann Herr Mathis, Herr Gilge. Entschuldigung, ja, Herr Bartels, ja, ist völlig richtig, Herr Bartels war der Erste. Den hatte ich jetzt übersehen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir reden hier über Tunnel zu schütten. Es wird gefeiert von der CDU, dass wir den Tunnel Pirnascher Straße zugeschüttet haben, dass der Tunnel zugeschüttet werden soll. Herr Donhäuser, ich habe von Ihnen kein Wort gehört. In Mobschatz, in Ihrem Wahlkreis, wo wir beide sind, soll ein Tunnel gebaut werden, 50 Meter lang, wo kleine Kinder durchgehen sollen, Schulkinder. Und nicht von der Stadt gebaut, nein, aber mit Zustimmung der Stadt. Schmidt-Lammertin, ich habe von Ihnen nichts gehört. Oberbürgermeister, ich habe von Ihnen nichts gehört im Zusammenhang mit dem Bau B6 neu. Was soll das? Hier schütten wir Tunnel zu und dort soll ein Tunnel gebaut werden, wo kleine Kinder durchgehen sollen. Das ist aus meiner Sicht ein Undicht. Herr Donhäuser, ich würde Sie bitten, sich das nochmal genau zu überlegen. Zweite Sache. 2002 war ich verantwortlich für Hochwasserschadensbeseitigung im Krankenhaus Südstadt. Wir hatten 40 Millionen Schaden. Ich habe mal mit dem Herrn Buttelow, ich weiß nicht, ob er damals schon Minister war oder Staatssekretär war, zusammengesessen und haben wir mal darüber gesprochen, wie wir das Problem lösen. Da kam eine Aussage, er war gerade mal in den Städten Deutschlands, wo üblicherweise immer Hochwasser ist, in Köln, Regensburg, Passau. Er kam zurück mit der Aussage, wenn dort Hochwasser angesagt ist, dann werden die unterirdischen Räume mit Trinkwasser gefüllt, damit sauberes Wasser drin ist. Wenn das Hochwasser weg ist, pumpt man das Wasser ab, dann wird es ein bisschen getrocknet und dann sind die Gänge wieder benutzbar und benutzbar, ohne dass es dort ein Problem gibt. Warum macht man das hier nicht? Warum wird der Tunnel nicht so hergerichtet, dass er nach einem Hochwasser sofort wieder benutzt werden kann? Danke. So, jetzt Herr Würz, dann Herr Mathis, dann Herr Gilge. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich komme noch mal zum Anfang zurück. Ich denke, es ist von der CDU hier etwas frech, sich darüber zu mokieren, dass eine Vergabe aufgeschoben worden ist, dass sie nicht zugestimmt worden ist, dass hier ein Stadtrat gehoben ist, die vor ein paar Jahren bei der Albertbrücke, im Übrigen ja auch durch die Oberbürgermeisterin damals unterstützt, die Albertbrücke hier komplett eine Ausschreibung aufgehoben hat, wo die Betriebe 50.000 Euro investiert hatten pro Ausschreibung und wo dann noch rauskam, dass diese Brücke auch im Prinzip unverändert gebaut werden müsste, weil ihr Zustand nicht mehr haltbar war. Also insofern, das machen Sie genauso und noch bei viel wesentlich größeren Projekten. Insofern ist das hier ein Argument, was vollkommen ins Leere läuft. Worum es hier geht, es gibt einen großen finanziellen Grund, hier nochmal innezuhalten und zu überlegen, ob wir dieses 670.000 Euro zu diesem Zweck ausgeben. Das ist Folgendes. Wir streiten uns hier um 300.000 Euro für die Wiederöffnung des Tunnels irgendwie nutzbar zu machen und ob das dann vielleicht wirtschaftlich ist oder nicht. Aber müssen wir überlegen, eine Erstellung oder die Erstellung dieses Ingenieurbauwerks, meine Damen und Herren, die würde schätzungsweise 5 Millionen Euro wieder kosten. Der Tiefbau, der Betonbau, die Abdichtung, die Ausstattung, der Porphyr, die Kunstwerke. Und das wird alles vernichtet, weil dieser Tunnel einen Schaden von unter 10% seines Wertes erhalten hat. Und das kann ja wohl wirklich nicht wahr sein, meine Damen und Herren. Also eine derartige Verschwendung von auch ökologischen Ressourcen, was es für einen Aufwand gemacht hat, diesen Tunnel zu errichten, das will mir einfach als Ingenieur auch hier nicht in den Kopf gehen. Deswegen werde ich auch diese Ausschreibung hier ablehnen zu vergeben. Das ist das Erste.
Das nächste ist, schauen wir uns doch mal die Benutzbarkeit dieses Tunnels an. Es ist heute mehrfach das Argument der Stauangst gekommen. Ja, wir stehen alle im Stau. Was hier gemacht wird, hier werden sehr viele Fußgänger, im Sommer wird diese Querung sehr stark genutzt. Hier werden sehr viele Fußgänger und die derzeitig auf der Blockhausseite vorhandene Querungsmöglichkeit, die ist im Sommer fast überlastet. Dort müssen sich die Menschen im Zickzack dann über den Bahnkörper quälen. Wer sagt, das ist für Gehbehinderte, für Menschen mit Gehhilfe bequemer, dann über die Straßenbahnschienen, über teilweise nicht abgesenkte Bordsteine zu gehen, das geht mir auch nicht in den Kopf. Durch den Tunnel konnte jeder in seiner Geschwindigkeit durchlaufen. Er konnte mit einer Gehhilfe durchlaufen, er konnte innehalten. Dort oberirdisch müssen dann die Menschen wieder über eine vierspurige Straße auf die Verkehrsinsel hetzen. Ich weiß es, dass sozusagen für Leute, die nur noch langsam unterwegs sind oder die aus irgendwelchen Gründen, sei es Kreislauf oder eben auch, dass sie nicht mehr so laufen können aus orthopädischen Gründen, dass es sehr schwer fällt, am Ende einer Grünphase dann noch über die Straße zu kommen, ohne dass die Autos losfahren. Ich halte das für von der Nutzbarkeit für verhängnisvoll und appelliere daran, hier das zu beenden, den Tunnel nicht zu verfüllen, ihn wieder nutzbar zu machen. Er ist auch kurz genug, anders als beim Panarischen Platz, um komfortabel benutzt werden zu können. Dort oben warten dann die Autos auf die Fußgänger und die Radfahrer warten auf die Autos. Es wird ein sehr unbefriedigender Zustand sein und an der äußeren Gestalt des Neustädter Marktes ändert sich eben leider erstmal gar nichts. Aber man kann zumindest diese Querung dieser sehr großen Straße dort komfortabel nehmen. Deswegen appelliere ich an Sie, bitte stimmen Sie dieser Vergabe nicht zu. Wir schmeißen hier das Geld zum Fenster raus und vernichten einen sehr großen Wert, den wir so schnell nicht wiederbekommen. Vielen Dank. Herr Mattis jetzt und dann Herr Gilke. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja ein gutes Stichwort gefallen, was aus meiner Sicht etwas prägend für die gesamte Entscheidung ist. Es ist gesagt worden, der Tunnel sei ein Überrest der Ideologie der autogerechten Stadt. Weil solche Tunnel, Fußgängertunnel, gehören zur Ideologie der autogerechten Stadt. Damit ist die ganze Frage auf die ideologische Ebene gehoben und das macht es schwierig. Ich kann da nur an appellieren, eben es nicht auf dieser ideologischen Ebene zu behandeln. Natürlich bin auch ich heute gegen Fußgängertunnel, die leider immer noch gebaut werden, Herr Bartels hat es ja gerade erwähnt, sozusagen, weil sie sich genau auszeichnen durch genau diese Nachteile. Sie bringen Fußgänger unter die Erde, sie sollen den Autos weichen. Sie sind in aller Regel nicht behindertengerecht, nicht kinderwagengerecht, selbstverständlich. Und sie sind in allermeisten Fällen auch abgrundhässlich. Das muss man ja einfach mal sagen. Wer sonst irgendwo durch solche Tunnel geht, da riecht es immer etwas seltsam. Es ist alles andere als schön. Genau diese Gründe sprechen alle heute gegen Fußgängertunnel. Nur all diese Gründe treffen genau auf diesen Tunnel einfach nicht zu. Dieser Tunnel war von Anfang an behindertengerecht, selbst wenn man damals gar nicht an die Behinderten gedacht hat, sondern eher an die Kinderwagen. Aber das war sozusagen der Kollateralnutzen, wenn man das mal so formulieren darf, dass zumindest die Hauptmagistrale des Tunnels natürlich auch behindertengerecht immer nutzbar ist. Er war schön. Er war richtig schön, wertvoll ausgestattet, mit Kunstwerken versehen. Es war dort auch ein Genuss dazu, durchzugehen. Er gehörte zu dem Gesamtensemble, damals Straße der Befreiung, heute Hauptstraße. Und insofern sozusagen gehört er dort einfach dazu. Und gerade sozusagen ihn exemplarisch zu nehmen, um durchzudeklinieren, man wolle keine Ideologie der autogerechten Stadt, ist aus meiner Sicht daneben. Das ist dann wirklich ideologisch, zumal ja die Alternativen im Moment überhaupt nicht überzeugend sind. Sie sind ja nicht überzeugend. Ich bin ja gespannt, ob diejenigen, die jetzt den Tunnel weg haben, werden sich dann beim tatsächlichen Rückbau der Großen Meißner Straße einigen werden. Ich habe da meinen erheblichen Zweifel. Und dann kommt das Argument, ja, aber wenn er wieder überschwemmt wird, wie viel Zeit habe ich denn? Oh ja. Wenn er wieder überschwemmt wird, dann würde das ja wieder was kosten, ihn wieder herzurichten.
Das stimmt. Das stimmt. Wenn wieder beim Hochwasser überschwemmt wird, kostet es auch wieder was, ihn wieder herzurichten. Das Schicksal teilt er aber mit, ich weiß gar nicht, wie vielen Tiefgaragen in Dresden, mit wie vielen Kellern in Dresden er dieses Schicksal teilt. Das ist in einer Stadt, die ständig mit dem Hochwasser leben muss, mit der Hochwassergefahr, ganz selbstverständlich an vielen Stellen. Und da ist dieser Tunnel mit Sicherheit nicht das Teuerste, was wieder hergerichtet werden muss nach einem Hochwasser. Das hören wir ja durchaus heute auch an den Beträgen. Da haben wir ja für andere Dinge weit, weit mehr ausgegeben an dieser Stelle. Und insofern bitte ich nochmal, die zu überdenken. Ich meine, ich weiß, wie diese Entscheidung durchgedrückt worden ist. Dann hat uns der Herr Köttnitz hier erzählt, ja, es ginge leider gar nicht anders, weil das Land hat seine Zustimmung dafür abhängig gemacht, dass wir den Tunnel zuschütten mit der Förderung. Wir haben rausgekriegt, ja, es stimmt und es stimmt nicht, Frau Müller, weil wir haben rausgekriegt, das Land wäre das vollkommen egal gewesen. Das Land hat einfach nur gemacht, machen Sie die Maßnahmen so, wie Sie sie selber beantragt haben. Also nicht das Land war schuld, sondern derjenige, der den Antrag geschrieben hat, es war Köttnitz selber. Mitnichten war das Land der Verursacher. So, und insofern kann ich nur darum bitten, sich wirklich diese Wertvernichtung, die Herr Wirtz angesprochen hat, heute nochmal sehr genau zu überlegen. Es würde uns wahrscheinlich allen zusammen leid tun. So, jetzt Herr Gielke und dann Herr Kaden. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben hier eine recht interessante Diskussion bisher. Was ich auch mal sehr schön finde, es ist, wird nicht immer so auf den anderen drauf rumgehauen. Das finde ich mal sehr gut und darum möchte ich Sie gern mal loben. Was mir nicht gefallen hat, ist, dass wir bei so einer ernsthaften Situation eine Satiresendung sehen müssen und das als Grundlage haben. Das ist nicht wirklich toll und halte ich auch nicht angemessen für so einen Rat. Nicht zu schnell, liebe Kollegen von der CDU. Was mir auch nicht gefällt oder was auch immer wieder mal auffällt, dass uns die Verwaltung ganz gern vor veränderte Tatsachen stellt. Hier haben wir das auch. Das ist an manchen Stellen ist das auch schon passiert. Ich kann noch ein anderes Beispiel bringen, zum Beispiel mit dem Interview von unserem Oberbürgermeister. Brücken in die Zukunft war das ähnlich. Ist nicht schön so etwas. Worum geht es? Wir haben eine Entscheidung zu treffen. Wir haben eine Entscheidung zu treffen, die auch sehr emotional ist, auch wenn wir hier diese Diskussion nicht emotional führen. Und ich bin froh und glücklich, dass ich meine Fraktion davon bezeugen konnte, diesen Antrag jetzt abzulehnen, weil ich nämlich auch persönlich für den Erhalt dieses Tunnels bin. Und zum Glück konnte ich meine Kollegen davon überzeugen und darum hoffe ich, dass es funktioniert, diesen Tunnel doch langfristig zu erhalten. Vielen Dank. Jetzt Herr Kaden, dann Frau Müller. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Prüfung eines Vergabeverfahrens ist was sehr Unemotionales. Man arbeitet sich dort in der Regel an dem Vergaberecht ab, nimmt Prüfungen vor, schätzt ein und kommt zu einem Ergebnis. Insofern wundert es mich in dieser gesamten Debatte, dass ich von Ihren Vergabeexperten aus Ihren Fraktionen, mit denen ich mich sonst in der Regel im Vergabeausschuss, sprich Wirtschaftsförderungsausschuss, über genau diese Prüfungsfragen unterhalte, ich relativ wenig gehört habe. Und ich will noch mal auf Frau Muth kurz eingehen. Sie haben gesagt, jetzt sei noch der Moment, wo noch keine Fakten geschaffen worden sind. Das ist eine völlige Fehleinschätzung, Frau Muth. Es ist in der Tat richtig, wenn Ihr Blick darauf abzielt, zu sagen, wir haben noch keinen Stein versetzt. Da haben Sie sicherlich recht. Wir haben aber bereits einen Stadtratsbeschluss und wir haben ein formales Vergabeverfahren eingeleitet und da sind wir an Recht und Gesetz gebunden. Und die Frage, ein Vergabeverfahren aufzuheben, unterliegt ziemlich harten Normierungen. Und da gibt es in der Vergabeverordnung, da gibt es die Ausschreibung nach VUB, Sie können das entsprechend nachlesen. Und in der VUB, in § 17, ist ganz klar gesagt, wann können wir denn überhaupt das Vergabeverfahren aufheben.
Also das können wir aufheben, wenn wir kein Angebot erhalten haben. Oder kein Angebot erhalten haben, was auf der Grundlage der Vergabeunterlagen erstellt worden ist. Schauen Sie in die Vorlage. Wir haben genügend Angebote, sind gewertet worden, sind zugelassen worden und auf eins soll der Zuschlag erteilt werden. Also der erste Punkt fällt schon mal weg. Der zweite Punkt, die Vergabeunterlagen müssen jetzt nochmal geändert werden. Kann zum derzeitigen Verfahrensstand nicht eintreten, weil wir am Ende des Verfahrens sind und keine Änderung mehr erfolgen kann. Und der dritte Punkt, das sind schwerwiegende Gründe. Jetzt kann man natürlich sagen, der Rat will sich jetzt anders entscheiden. Ist das ein schwerwiegender Grund? Da kann ich Ihnen nur die Rechtsprechung empfehlen. Und der alleinige Grund, wir haben uns das jetzt gerade mal anders überlegt. Wir wollen den Beschaffungsgegenstand, sprich die Bauleistung, die wir ausgeschrieben haben, nicht mehr haben, weil wir es uns einfach anders überlegt haben. Das wird schwierig. Das kann klappen, das kann aber auch sehr in die Hose gehen und schief gehen. Und warum ist das so? Es geht nämlich darum, diese harten Bandagen einzuführen, um die Bieter zu schützen. Die haben nämlich alle viel Arbeit und damit auch Geld in die Angebote investiert. Haben sich Mühe gegeben und zwar in der Erwartung auf den Zuschlag, wenn sie der wirtschaftlich beste Bieter sind. Und darauf haben sie ein Anrecht und diesen Aufwand muss man sehen und es geht letzten Endes auch darum, eine gewisse Diskriminierungsabwehr zu schaffen, um dann auch nicht sagen zu können, naja, ich habe jetzt doch einen Bieter, der müsste ich eigentlich den Zuschlag erteilen, aber weil mir dessen Nase nicht gefällt, tue ich es nicht und hebe auf. Davor soll die Bieterschaft geschützt werden. Man kann letzten Endes versuchen, dort eine Aufhebung hinzubekommen. Das mag klappen, das kann aber auch nach hinten losgehen und dann machen wir uns in aller Regel schadensersatzpflichtig und müssen zumindest den Aufwand für die Erstellung der Vergabeunterlagen und den entstandenen Gewinn entsprechend ersetzen. Ich schätze, dort sind wir mit Sicherheit bei einer sechsstelligen Summe dabei. Und ob wir das tatsächlich machen wollen und damit letzten Endes auch unseren Ruf als öffentlicher Auftraggeber, der nach Recht und Gesetz handelt, aufs Spiel setzen, würde ich gern vermeiden wollen. Letzter Gedanke, der Oberbürgermeister wird, egal wie die Entscheidung ausfällt heute, in jedem Fall, das ist seine Pflicht, bei jedem Stadtratsbeschluss die Rechtmäßigkeit prüfen müssen. Sollte der Zuschlag heute nicht erteilt werden, rechne ich damit, dass der Oberbürgermeister wird widersprechen. Dann werden wir uns mit dem Thema sowieso hier im Rat erneut befassen müssen. Und jetzt Frau Müller. Liebe Kollegen der AfD-Fraktion, den Vorwurf, dass hier die Verwaltung alleine entschieden hat und uns vor veränderte Tatsachen stellt, das ist einfach nie wahr. Wir haben uns noch nie mit einem Thema so lange beschäftigt wie mit der Verfüllung des Tunnels. Wir haben hier gesessen, wir haben das besprochen, es hat eine Mehrheit gegeben und wir haben gesagt, der Tunnel wird verfüllt. Diese Mehrheit konnte die Linken nicht akzeptieren. Deshalb wurde eine Petition initiiert. Die wurde sehr lang bearbeitet. Dann haben wir sie monatelang im Stadtrat vertagt, die Bearbeitung der Petition bzw. den Beschluss zur Petition, weil er nämlich ablehnend war, dass wir gesagt haben, es bleibt bei der Verbindung, wurde auf den Fördermittelbescheid gewartet. Wir müssen auch warten, bis der Fördermittelbescheid ist. Wenn der dann da ist, dann entscheidet man endlich im Rat. Und dann hat der Rat der Fördermittelbescheid lag da. Es wurde für die Verfüllung das Geld zur Verfügung gestellt. Sie haben es selbst gesagt. Der Antrag ist so geschrieben gewesen und das Geld ist uns bewilligt worden in Höhe von 675.000. So, für die Verfüllung, das stand eindeutig drin. Also Sie haben über Monate die ganze Situation hier verschleppt, wissentlich verschleppt, nur weil sie nicht akzeptieren konnten, dass es einen gültigen Stadtratsbeschluss gibt. Und der Vorwurf, hier die Verwaltung vorzuführen, das ist einfach nicht wahr. Wir haben die Entscheidung dazu getroffen. Vielen Dank, Frau Müller. Jetzt haben wir als nächsten Redner den Herrn Engler. Sehr geehrter
Bürgermeister, meine Damen und Herren Stadträte, ich will nur eine Kleinigkeit richtigstellen, die mein Kollege vorher nicht richtig wiedergegeben hat. Es ging eigentlich darum, dass Sie in der letzten Stadtratssitzung gegen diese Straßenbeleuchtung Aufhebung stimmen wollten oder gestimmt haben, wo es darum ging, diese Peitschenlampen, die jetzt nun schon da standen, wieder abzureißen. Moment, es wurde mir klar in der Richtung mitgeteilt, dass Sie dagegen stimmen, aus Prinzip, weil die Verwaltung Ihnen dort vollendete Tatsachen geschaffen hat vorher, die nicht konform waren mit der geltenden Ordnung, also mit der geltenden Satzung. Und das war der Punkt gewesen. Wir haben damals für die pragmatische Entscheidung gestimmt, auch mit den Linken interessanterweise, die dortige bauliche Situation mit den Peitschenlampen bestehen zu lassen. Sie wollten dort Geld rausschmeißen und die historische Situation wiederherstellen lassen. In dem Fall, jetzt haben wir die Frage mit dem Tunnel. Und auch hier kann man auch drüber nachdenken, was die sinnvollste Variante ist. Und eine entscheidende Frage ist tatsächlich, wie es städtebaulich am Neustädter Markt weitergehen soll und ob da die Verfüllung des Tunnels die sinnvolle Lösung ist, um auch beispielsweise bis 2025 dort eine attraktive Situation zu haben, wenn wir tatsächlich dann europäische Kulturhauptstadt sein wollen. Das kann man im Zweifel stellen. Und da habe ich es lieber, wenn dieser Tunnel noch ein paar Jahre lang so abgesperrt rumsteht, bis wir dann ein sicheres, genaues und vollständiges Entwicklungskonzept für den gesamten Raum des Neustädter Marktes haben. Vielen Dank. So, möchte noch jemand ein Wort dazu ergreifen? Es lohnt nicht mehr zu was anderes. Also insoweit können wir das schon noch bis zum bitteren Ende jetzt aussehen. Nicht mehr mit mir. So, wenn es wirklich nicht anders zu vermeiden geht, dann würden wir jetzt zur Abstimmung kommen. Und da haben wir das Votum, den Vergabevorschlag des federführenden Ausschusses. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Wir haben 30 Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Und da würde ich jetzt eins mal machen, habe ich noch nie gemacht. Ich würde jetzt Wiederholung der Zählung beantragen und namentliche Abstimmung, weil ich gerne festhalten will, wenn ich in Regress genommen werden will, an wen ich mich wenden darf. Schnell. Kommen ja, Sie runter, wir stimmen das hier vorne ab. Wir brauchen es nie da drinnen machen. Können Sie noch mal? Ja? Ja? Also, da wir noch nie die wunderschöne Abstimmungsanlage haben, wo ich das sofort auf Knopfdruck habe, müssen wir noch uns ein bisschen ruhig verhalten, sodass die Damen und Herren dann auch ein sauberes Abstimmungsergebnis festhalten können. Und wir beginnen nochmal von vorne. Bitte schön, Herr Drosten. Frau Arnert. Zustimmung. Frau Apel. Nein. Herr Avenarius. Nein. Frau Barkow. Nein. Herr Bartels. Nein. Herr Bauer. Enthaltung. Frau Bischofberger. Ja. Herr Blümel. Nein. Herr Böhm. Ja. Herr Dr. Böhmekorn. Ja. Herr Dr. Bösel. Herr Dr. Brauns? Ja. Frau Kaspari? Ja. Herr Cornelius? Ablehnung. Wie bitte? Ablehnung. Okay. Ablehnung, nein. Danke. Nein, ist gut. Herr Dr. Deppe? Herr Donhauser? Ja. Herr Drees? Nein. Herr Ecke? Zustimmung. Frau Eichner? Nein. Herr Engemeier? Nein. Herr Engler? Frau Filius-Jene? Ja.
Herr Fischer? Nein. Herr Flemming? Ja. Frau Vohwieser? Nein. Frau Dr. Geitsch? Nein. Herr Professor Gebel? Nein. Herr Genschmar? Nein. Herr Gielke? Nein. Frau Gottwald? Nein. Frau Grundmann? Ja. Frau Hatzendorf? Ja. Herr Hassler? Ja. Herr Heinrich? Frau Hinz? Ja. Frau Ihle? Ja. Herr Cabot? Ja. Herr Kaden? Ja. Herr Kiesling? Nein. Herr Klein? Ist nicht da. Herr Krause? Ja. Herr Krien? Nein. Herr Krüger? Herr Lichti? Ja. Herr Löser? Ja. Frau Malberg? Ja. Herr Mattis? Nein. Frau Müller? Ja. Herr Musculus? Frau Muth? Nein. Herr Naumann? Nein. Herr Rentsch? Ja. Herr Dr. Reuter? Ja. Frau Segner? Nein. Herr Professor Scheuch? Nein. Herr Schmählich? Ja. Herr Scholbach? Nein. Herr Dr. Schulte-Wissermann? Nein. Herr Schulze? Ja. Frau Siebeneicher? Ja. Herr Stahlmann-Fischer? Nein. Frau Sturm? Nein. Herr Thiele? Herr Urban? Nein. Herr Vogel? Nein. Frau Anke Wagner? Ja. Frau Kerstin Wagner? Nein. Frau Walter? Ja. Herr Wirz? Nein. Herr Zastrow? Nein. Und Herr Hilbert? So, das Abstimmungsergebnis lautet 32 Ja-Stimmen bei 35 Nein-Stimmen und eine Enthaltung wird damit abgelehnt.